Willkommen, gut riechende Menschen. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Das hier ist ein Video über Parfumo-Kommentare. Parfumo ist ein Ort, an dem die Creme de la Creme zusammenkommt. Der Ort, an dem Parfümkenner und Kritiker zusammen Informationen über neueste Parfüms, Trends etc. austauschen. Nein, Parfüm so. Warum ist das jetzt interessant? Nun ja, mir ist ein Trend über die Jahre aufgefallen. Viele Leute meinen, überqualifiziert zu sein für diese ganze Sache. Das heißt, dass jemand auf Parfumo ist und eine Rezension schreibt. Und diese Rezension ist mit so viel Leidenschaft und so viel Motivation. Auf einmal liest du einen Roman über das 14. Jahrhundert und denkst dir, warte mal, es ging doch gerade noch um ein Parfüm. Es gab eine South Park-Folge. Da haben die eine Plage gehabt an Yelp-Kritikern. Da waren viele, viele Restaurants. Die hatten damit zu kämpfen, dass jeder erzählt hat, dass er oder sie ein Restaurantkritiker ist. Und lustigerweise ist das die Situation, die wir gerade auf Parfumo haben. Ihr müsst euch das so vorstellen. Ich bin ein hart arbeitender Mann. Ich versuche jeden einzelnen Cent gut nach Hause zu bringen. Dieses Geld muss sonst gut investiert werden. Und Parfüm ist ein richtig wichtiges Investment. Du musst gut riechen. In 2024 musst du gut riechen. Wie komme ich natürlich am besten an ein gutes Parfüm? Ich lese mir vielleicht ein paar Rezensionen durch. Nach einem harten Arbeitstag musst du dir auf einmal das geben. Ob wir zusammenbleiben, du schreist zuerst, Lad, ich habe fast Kopfschmerzen. Dann schmeichelst du mir. Ich will mehr, ist es Liebe. Denk mir, Olem, was hat das mit diesem Parfüm zu tun? Ich will ja nur nach Hause kommen, schnelle Welle kurz an meinem Handy chillen, paar gute Rezensionen raussuchen, mir dieses Parfüm angucken und kaufen. Fangen wir einfach an. Ich muss sagen, dass nicht alle Kommentare schlecht sind. Es sind auch viele lustige Kommentare dabei. Hoffentlich finden wir ein paar. Vanilla Sex. Guck mein anderes Video. Ich habe dazu einiges gesagt zu Vanilla Sex. Schwach angefangen und stark nachgelassen. Okay, wir haben mit einem guten Kommentar angefangen. Oh, warte. Oh. Blumenbukett aus dem Schwimmbad. Oft nutze ich die Statement-Funktion, um meinen ersten Eindruck eines Duftes festzuhalten. Dies sind die Assoziationen oder Fantasien und Hypnosis schickt mich direkt ins Schwimmbad. Kindheitserinnerung und unbeschwertes Planschen. Sommerlich, Freibäder auf grüner Wiese und Wassereis. Chlorige Wolken steigen in die Luft, hinterlegen einen Film auf der Haut. Die Dusche nach dem Bad mit Mamas Rosenseife. Zu den Aldehyden, was sind Aldehyden, begegnet mir in diesem Duft ein bezauberndes Blumenbukett, das in dieser Zusammenstellung einzigartig ist. Pfingstrose, türkische Rose, Jasmin, Sambak, Magnolie, Iris, Ilanglang, Lilie und Tuberose. Stellt euch diese Komposition als Blumenarrangement vor. 20 Minuten später. Fazit. Ein Parfüm, das zum Himmel abartig duftet. Okay. Blausäure in den Vanillepudding gerührt, intensiv stechend, künstlich, beinahe schmerzhaft. Ist das Kunst oder kann das weg? Laut Kadea kann Vanillasex in den Mülleimer. Trash-Parfüm, Digga. So black ist der Wald gar nicht. Sanftes Oud mit grünen Noten und Holz fein abgestimmt. Laufe durch den hellen Wald, atme tief, gedankenfrei. Piss dich von meinem Screen, Digga. Ich hab gar keinen Bock, sowas hier zu lesen. Die Landschaft ist groß und weit. Weihrauch nebelt mich zu, getragen von sanfter Vanille. Patchouli fließt schnell und laut. Die Uds bewachen mich. In der Weihnachtschirurgie gibt so manches wundes Knie. Zwischen Oud und Patsch klebt so mancher Arzt eine Moschusbinde mit Vanillin. Bruder, du bist diese grausam unlustig. Oh mein Gott, oh, du bist diese unnormal unlustig. Das hier ist nur ein Reaction-Video, weil sonst würde ich vielleicht überlegen, einfach selber eine Antwort auf viele dieser Kommentare zu schreiben und zu sagen, hey, du nervst. Meine erste Rezension. Ihr müsst eine kleine Sache nebenbei wissen. Wenn Leute schreiben, das ist mein erster Kommentar, das ist meine erste Rezension, 90% der Leute labern Schwachsinn. Das ist eine besondere Art auszudrücken, Leute, seht mich an, ich brauche noch mehr Aufmerksamkeit als alle anderen. Und diese Personen sind dann diejenigen, die am allermeisten übertreiben, hart. B, Digga. Sinnlichkeit pur. Ich habe direkt gemerkt, dass sich meine Pupillen weiten und meine Sinne schärfen. Zunächst war ich ein wenig überfordert von diesem Duft. Auch wenn dieser... Kurze Zeit später merkt man immer mehr die Kombination aus Rose und Amber. Einfach unglaublich atemberaubend kreiert. Zum Drydown. Drydown ist so, wenn der Duft sich ein bisschen legt. Falls jemand von euch das noch nicht wusste. So. Der Duft scheint vor allem abends, egal zu welcher Jahreszeit, ob Mann oder Frau, wenn ich nur noch einen Duft besitzen dürfte, wäre es dieser. Ambre Noir ist einfach tiefsinnig, sinnlich, erotisch, elegant und definitiv nichts für Personen, die einen einfachen Duft suchen. Dennoch einen Duft, den man unbedingt gerochen haben muss. Da ich nicht dachte, dass ein Duft die Sinne so reizen könnte wie dieser. Ein Meisterwerk.
Weißt du, es hättest du auch getan, hättest du gesagt, oh, dieser Ambre-Duft ist smooth, riecht gut, schön cremige Elemente. Nein, nein, du musst das hier schreiben. Einer der besten Amber-Düfte und der beste Dior-Duft. Ein Masterpiece. Trotzdem Preis gebe ich eine Kaufempfehlung. Kaufempfehlung? Du bist weltbekannt, dass du diese Kaufempfehlung hier aussprichst. Nicht schlecht. Für mich fruchtig, würzig, aber nichts Besonderes. HS quasi nicht vorhanden. Das Ding ist, ich weiß, HS steht für Haltbarkeit / Sillage. Sillage ist so die Ausbreitung des Parfüms, die Fahne, ahnt ihr? Als ich das zum ersten Mal gelesen habe, HS, kam ein bisschen falsch, ahnt ihr? Autumn dresses up in gold, the richest season of the soul. Aus Prinzip werde ich das nicht lesen. Aus Prinzip werde ich das nicht lesen. Einfach, weil du meintest, diesen Titel unbedingt auf Englisch verfassen zu müssen. Wenn du so eine Skala an Snobness hast, ne, gebe ich dir einen kleinen Tipp. Es gibt genau zwei, drei Kriterien, die du beachten musst, um einen Kommentar direkt von vornherein nicht lesen zu müssen. Wenn jemand die Überschrift auf Englisch verfasst und wenn jemand schreibt, das ist mein erster Kommentar. Von diesen beiden Arten von Kommentar halte ich fern, weil das ist Katastrophe. The Reanimator. Eigentlich hätte ich schon hier abbrechen müssen, aber es sind zwei Wörter, mein Gott. Ich habe vor meiner Parfumo-Zeit ca. 47 mal 100 ml und ungefähr 29 mal 50 ml Flasche The One for Man Eau de Toilette verbraucht. Sass. Was lab? Wie? 47 mal 100 sind 4700. 29 mal 50 sind 1450. 1450 plus 4700 sind 6150 Milliliter. Das Parfüm ist, glaube ich, 2013 rausgekommen, ja? Oder 2014. Und vor allen Dingen, sie hat doch noch andere Parfüms benutzt. Und das Heftigste ist, das ist noch nicht mal die schlimmste Person, die ich auf dieser Plattform gesehen habe. Wie funktioniert das? Oh, okay. Okay. Guck mal, zu guter Letzt gehen wir mit so einem hier. Das Lustige ist, meistens sind das so eine Ochsen. Er sitzt in Shisha, aber so. Diese immer so böse gucken, solche sind das. Mit dir kann ich alleine sein, aber nicht einsam. Dies ist mein erster Kommentar. Ja, ist natürlich sein erster Kommentar, was sonst? Und ich kann einfach nicht anders, als ihn diesem wundervollen Duft zu widmen. Vorab möchte ich erwähnen, dass ich mich selbst noch als Anfänger bezeichnen würde, was die Parfümwelt betrifft. Aber irgendwo muss ja jeder einmal anfangen. Ich widme diesen Kommentar diesem Duft, der einen unglaublich großen Einfluss auf mich hat. Und so makaber sich das für den ein oder anderen anhören mag, es ist eine Art Lebensbegleiter für mich. Ich habe mir vor einigen Monaten eine Abfüllung von Ombre Noé bestellt, da ich meinen Pool an bereits getesteten Düften erweitern wollte. Getesteten Düften, nicht gekauften Düften, getesteten Düften. Und er ja schon einen gewissen Namen in der Szene hat. Mein erster Eindruck riecht echt gut. Allerdings hat er mich nicht wirklich vom Hocker gerissen. Ich habe ihn zu den ganzen anderen Abfüllungen gestellt, die in meinem Schrank verweilen. Und habe ihm ansonsten keine weitere Beachtung geschenkt. Immer mal wieder habe ich mir einen Spritzer auf den Handrücken gemacht. Und anfangs gar nicht geahnt, was dieser Duft später einmal für einen Stellenwert für mich haben wird. Dazu aber später mehr, Decker. Wow, warum übertreibst du so, ja? Das Lustige ist, in dieser South Park-Folge, die meisten Yelp-Kritiker hassen andere Yelp-Kritiker. Das heißt, vielleicht bin ich ja auch einer von diesen Yelp-Kritikern, die andere Yelp-Kritiker nicht mögen, kann ja ehrlich sein, ne? Diesen Eindruck bei mir erweckt. Er riecht warm und umgarnend, ist präsent, aber nicht aufdringlich und erhält mich solide 8 bis 10 Stunden, bevor er leiser wird und seine Präsenz verschwindet. Guck mal, dann scrollen wir ein bisschen und dann scrollen ein bisschen, um langsam zum Ende zu kommen. Aufgrund meiner bisherigen Lebenserfahrungen musste ich feststellen, dass Liebe nicht unbedingt für immer ist. Ich musste feststellen, dass Dinge oftmals anders kommen und eine wirkliche Konstante im Leben niemals vorherzusehen ist. Beruflich musste ich, also guck, jetzt gehen diese Dinger los. Beruflich musste ich als Notfallsanitäter im Rettungsdienst oftmals feststellen, dass jederzeit Dinge passieren können, die die aktuelle Lebenssituation für immer verändern können. Ich musste feststellen, dass auch ein emotional stärker Mensch, Dinge erlebt, an denen er zu knabbern hat, obwohl er niemals damit gerechnet hätte, dass ihm so etwas passieren könnte. Doch wenn er eine Konstante in seinem Leben... Doch wenn er...
Doch wenn es eine Konstante in mein Leben gibt, dann ist es die, dass mein Feuer für dich... Du wunderschöne... Du wunderschöne Ombre, nur ich in dir was gelöscht. In ewiger Liebe, dein Jonas. Ich hatte komplett vergessen gehabt, dass die Leute das wirklich so das persönlich nehmen. Schreibt mir, wenn ihr wollt, dass ich diesen Leuten einmal antworte, denn ich habe einiges zu schreiben. Ich sage euch ehrlich, so wie es ist. Ich mag dieses Konzept auch, dass Leute sich austauschen über Parfüms. Das ist eine schöne Community, ganz klar. Aber dieses ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Weil die meisten Leute sind hier sehr zart und weich zueinander und das ist nicht meine Art. Ich brauche diese Tischung, Digga. Wenn ihr Updates oder Informationen haben wollt, folgt mir auf Instagram. Danke fürs Zusehen und bis bald.